Oh, ich habe so wenig Zeit und ich möchte noch das machen, das machen, das machen. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Zeit reden. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ach, die Zeit. Meine Lieblingsband Switchfoot singt in einem Lied: Die Uhr ist ein Dieb. Aber ist die Uhr ein Dieb? Wir alle haben gleich viel Zeit. Und trotzdem kommt es uns manchmal so vor, als hätten wir ganz wenig Zeit. Ja? Mir geht es manchmal so, dass ich ganz viele Dinge habe, die ich erledigen möchte. Und ich denke mir dann auch manchmal, oh, ich habe so wenig Zeit und ich möchte noch das machen, das machen, das machen. Aber oft, wenn ich darüber nachdenke, dass ich angeblich zu wenig Zeit habe, dann fällt mir oft auf, dass ich ja meine Zeit für andere Dinge genutzt habe. Na, ich denke mir, ich habe ja gestern 3 Stunden lang, weiß nicht, irgendwas anderes gemacht. Und dann weiß ich, und deswegen hatte ich weniger Zeit und deswegen habe ich das gestern nicht geschafft und deswegen wollte ich das heute machen und so weiter. Wenn etwas länger dauert, dann mache ich das manchmal so, dass ich die Dinge, die ich erledigen möchte, nach vorne schiebe, in die Zukunft. Aber es ist nicht so, dass ich wenig Zeit habe. Ich habe genauso viel Zeit wie du und wie alle anderen. Wir haben alle gleich viel Zeit. Wir haben alle 24 Stunden jeden Tag. Und wir entscheiden, wie wir unsere Zeit nutzen. Es ist nicht so, dass wir keine Zeit haben, sondern manchmal ist es so, dass wir uns die Zeit nicht nehmen. Ja? Denn Zeit muss man sich nehmen für die Dinge, die einem wichtig sind. Ich hoffe, hier ist es nicht zu laut, aber es ist hier sehr interessant auf dem Hof. Ich verbringe jetzt Zeit auf dem Hof mit euch. Beim Themen. Da spielen Leute Fußball. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, aber hier spielen ein paar Leute Fußball. Das ist auch ein Weg, seine Zeit zu nutzen. Ja. Spiele, Sport, all sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit nutzen können. Wenn wir meinen, wir haben keine Zeit, dann ist es meiner Meinung nach immer nützlich, sich zu fragen, womit verbringe ich denn meine Zeit? Und deswegen mache ich mir auch einen Kalender, damit ich am Ende der Woche diesen Kalender anschauen kann. Und dann sehe ich, womit ich meine Zeit verbracht habe. Ja, und dann kann ich optimieren. Das waren eigentlich nur ein paar lose Gedanken, aber ich hoffe, es war trotzdem hilfreich für euch. Zumindest habt ihr ein paar Vokabeln vielleicht gelernt über Zeit, sich Zeit nehmen, Zeit vergeuden. Ja, ich vergeude Zeit, wenn ich etwas tue, was ich im Nachhinein nicht hätte tun wollen. Ja, oder wenn ich 10 Stunden lang Fernsehen schaue, dann habe ich meine Zeit vergeudet. Ich habe meine Zeit vor dem Fernseher vergeudet. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Vokabeln gelernt. Vielleicht hat das auch etwas bei euch ausgelöst. Einfach so die Frage, wie nutze ich meine Zeit? Wie verbringe ich meine Zeit? Ja? Das war's für heute und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss! Schaue dir ruhig auch die Videos über Zeitmanagement auf diesem Kanal an. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank!